Im ersten Teil zur Reihe zum Thema Aggression ging es darum, den Begriff zu definieren und damit ein besseres Verständnis zu erlangen, was Aggression eigentlich ist. In diesem Teil werden wir uns nun mit dem Warum befassen. Warum verhalten sich Menschen aggressiv? Und weil es darauf, wie so oft in der Psychologie, viele Antworten gibt, beschränken wir uns in Folgendem zunächst auf einige biologische Ansätze. Eine wichtige Informationsquelle, wenn es um biologische Ursachen für psychologische Phänomene geht, ist die Ethologie. In der Ethologie werden unter anderem Verhaltensweisen zwischen Menschen und Tieren verglichen, um so Erkenntnisse über Ähnlichkeiten und Ursachen des Verhaltens zu gewinnen. Besonders die Primatenforschung bietet sich im Hinblick auf menschliches Verhalten an, da wir einiges mit Menschenaffen gemeinsam haben und wir dementsprechend auch potenziell vieles aus dem Verhalten dieser Tiere lernen können. Bezogen auf das Verhalten Aggression konnten hier schon einige interessante Erkenntnisse gesammelt werden. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass aggressives Verhalten unter vielen Affenarten im Vergleich zu anderen Lebewesen relativ selten ist. Kooperatives Verhalten, wie gegenseitige Pflege, ist wesentlich häufiger zu beobachten als Streit. Diese und weitere Forschungsergebnisse ähnlicher Art erlauben heute die Schlussfolgerung, dass nicht Aggression die Basis des Zusammenlebens von Primaten ist, sondern Kooperation, und dies schließt den Menschen mit ein. Letzteres mag zunächst seltsam klingen, da Aggression besonders durch mediale Berichterstattung nahezu omnipräsent erscheint. Aber wenn man bedenkt, in welcher Frequenz Menschen aufeinandertreffen und wie unterschiedlich sie bezogen auf ihre Kognitionen, Affekte und ihr Verhalten sind, dann relativiert sich die vermeintlich hohe Bereitschaft zu aggressivem Verhalten deutlich. Ebenso konnte im Rahmen der Primatenforschung gezeigt werden, dass man aggressives Verhalten durch gezielte Stimulation aggressionsassoziierter Hirnareale triggern kann. Die Amygdala ist eines dieser Bereiche. Interessanterweise führt die Aktivation dieses Areals aber nicht unter allen sozialen Umständen gleichermaßen zu aggressivem Verhalten. Wird die Amygdala in Situationen stimuliert, in denen rangniedrigere Artgenossen anwesend sind, führt dies zu aggressivem Verhalten. Sind hingegen nur ranghöhere Artgenossen in Wahrnehmungsnähe, wird eher Fluchtverhalten gezeigt. Die Reaktion auf die Stimulation ist also abhängig vom sozialen Kontext. Weg von der Primatenforschung ist die Verhaltensgenetik ein weiteres Gebiet, welches Aufschluss über biologische Ursachen von aggressivem Verhalten liefern kann. Besonders mit der Methode der Zwillingsstudien wird hier überprüft, inwiefern Heritabilität, also der genetische Anteil, und die Sozialisation, also die Umweltfaktoren, aggressives Verhalten bedingen. Wenn sich eineiige Zwillinge einander in Bezug auf ihre Tendenz zu aggressivem Verhalten stärker ähneln als zweieiige Zwillinge, deutet dies darauf hin, dass das untersuchte Merkmal in besonderem Maße genetisch determiniert ist. Meta-Analysen von Zwillings- und Adoptionsstudien konnten zeigen, dass Aggressivität auf einen signifikanten genetischen Einfluss zurückzuführen ist. Ebenso konnte aber auch belegt werden, dass die Umwelt einen großen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, aggressives Verhalten zu zeigen, hat. Der Umwelt kommt hier vermutlich eine Förder- oder Hemmungsfunktion zu. Weiter können aber auch Hormone und Neurotransmitter für eine Zunahme aggressiven Potenzials verantwortlich sein. So ergab beispielsweise die Forschung am Neurotransmitter Serotonin, dass vor allem impulsive Gewalt häufig mit einem niedrigen Serotoninspiegel zusammenhängt. Es wird hier vermutet, dass Serotonin hemmend auf impulsive Aggression wirkt. Wie das auf chemischer Ebene genau vonstatten geht, ist noch unzureichend erforscht, weshalb man bezogen auf Serotonin noch keine eindeutigen Schlüsse ziehen kann. Ähnlich unklar ist die Befundlage im Hinblick auf das Sexualhormon Testosteron. In Tierexperimenten konnte gezeigt werden, dass Testosteron das Aggressionspotenzial erhöht, und ebenso konnten beim Menschen positive Korrelationen zwischen dem Testosteronspiegel und Aggressionen nachgewiesen werden. Allerdings haben Meta-Analysen ergeben, dass diese Zusammenhänge maximal als moderat zu bewerten sind. Abschließend ist also zwar von einem Zusammenhang zwischen Neurotransmittern oder Hormonen und aggressivem Verhalten auszugehen, aber eindeutige Antworten darauf, wie stark dieser Einfluss ist, gibt es noch keine. Zuletzt sei noch erwähnt, dass bis auf wenige Ausnahmen bei nahezu allen Spezies die männlichen Vertreter im Schnitt aggressiver sind als Weibchen. Einer dieser Ausnahmen sind Hyänen. Und wir scheinen eine Veranlagung dazu zu haben, bei Nährstoffdeprivation irgendwann rot zu sehen.
In einem Experiment in einem Gefängnis konnte der Oxford-Kriminologe Bernhard Gesch und sein Team zeigen, dass aggressives Verhalten sich durch die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln vermindern ließ. So, und auch wenn man hier wie immer noch ewig weiter in die Tiefe gehen könnte, soll es das bis hier erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in die biologischen Entstehungshintergründe von aggressivem Verhalten geben und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.